Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Kapitel 10: Ziegel und Mörtel. What the fuck? Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Das war die falsche Frage. Jetzt weiß ich's. Zur Hölle bin ich. Ah ja. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Wo sind meine Klamotten? Der zieht jetzt nicht Weiberklamotten an, oder? Okay. Jetzt suche ich Laura. Steht ihm aber gut. Ja, damit hätte ich jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr gerechnet. Dass er noch lebt, meine ich. Ich dachte, gerade steht da einer, aber das ist, glaube ich, nur der Pfosten, der da ist. Weil, also er lebt ja, oder anders gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er überhaupt noch lebt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er tot ist, dass er zerfleischt worden ist von dem einen Werwolf ganz am Anfang des Let's Plays. Ich dachte gerade schon, ich kann übers Wasser laufen, okay. Also hier kommt keine Sequenz. Ich kann auch leider nichts sehen. Hier ist gerade alles komplett schwarz auf der einen Seite vom Bildschirm. Ich dachte nur, vielleicht finde ich hier noch ein Tarotkarte oder irgendwas, aber ja, wäre auch zu einfach gewesen. Sind wir ja mal ehrlich. Dann, ich denke mal, weiter links geht der Weg, aber da hinten habe ich jetzt gerade noch was leuchten sehen. Ach, dieses, dass man nicht laufen kann, das ist so ätzend. Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Ja, vielleicht. Aber dann wäre das Spiel nicht so spannend gewesen. Also so richtig als Horrorspiel würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht bezeichnen. Zumindest jetzt nicht in meinem Alter, weil es wurde schon viel Spannung aufgebaut, aber so richtig Horror, sage ich jetzt mal, wurde nicht eingebaut. Klar, zähnefletschende Werwölfe. Ich meine, das sieht man jetzt mittlerweile auch in jedem lustigen Teenie-Film, sag ich mal. Aber war ein bisschen Blut drin. Ein bisschen zu viel stellenweise. Also ein bisschen extrem dargestellt. Aber ansonsten würde ich es jetzt eher so ein bisschen Horror-Action nennen. Ach, der Arm hat nicht mal Schuhe. Also war sie hier. Also jetzt sieht er wirklich aus wie der richtige, wie der letzte Volldepp mit dem Cappy. Tut mir leid. Ich meine, ich will jetzt niemanden beleidigen, der vielleicht gerne Frauenklamotten trägt oder so. Aber bei ihm ist es wirklich irgendwie, weiß ich nicht.
jeden Fall figurbetonte Sachen. Taucht nach der Verteilerkappe, die brauchen wir auch noch. Ans Ufer schwimmen. Ich weiß nicht. Tisch, hilf mir. Okay, gut. Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen? Klar, klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Na. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Naja, gut. Sie weiß ja noch nichts davon, dass quasi nur noch ein Wolf jetzt übrig ist, so wie ich das verstanden habe. Der eine, der sie alle gebissen hat, beziehungsweise die Schwester wurde ja gleichzeitig gebissen. Nee, Moment, er hat beide gebissen. Ich weiß es nicht mal genau, wer jetzt wen gebissen hat. So oder so, ich meine, wir haben nur noch den weißen Wolf, um den wir uns jetzt kümmern müssen oder vielleicht nicht kümmern sollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, die Hexe tut mir auch irgendwo leid, aber ich verstehe nicht so ganz, was die jetzt eigentlich will. Also was die will, ist klar, dass wir den weißen Wolf nicht töten. Aber ob das jetzt so sinnvoll ist, ich meine, gibt es eine andere Lösung, dass wir überleben alle? Müssen wir den weißen Wolf töten? Keine Ahnung. Gibt es hier noch irgendwas, was ich anklicken kann? Hallo? Oh, gehen wir mal die Stufen hoch vielleicht. Kann ich nicht hoch? Okay. Darf ich denn hier irgendwas machen? Greift mich gleich irgendwas an, vielleicht? Dann würde sich zumindest mal was tun. Anstatt, dass ich dumm im Kreis rumrenne, ohne dass ich hier irgendwas finde. Junge, hilf mir doch mal. Können wir hier vielleicht hoch? Ah, okay. Wenigstens auf einer Seite. Ich dachte zuerst, das wäre ein Grafikfehler. Blinkt hier mal irgendwas. Ich möchte mal was einsammeln können, was finden können, eine Sequenz auslösen. Nicht unbedingt eine, der ich angegriffen werde und sterbe. Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Ages Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Ages... Bruder, vielleicht? Klar, klar. Wir sind da reingekommen, dann gehen wir da erstmal weiter. Können wir da auch noch hoch? Lass mal hier gucken. Das ist so dunkel, du weißt gar nicht, ob du gerade irgendwas umläufst oder nicht. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Chris Hackett bittet die Eltern der Camper um zusätzliche Spenden für die Renovierungsarbeiten an der Lodge. Sind dafür nicht die Campgebühren vorgesehen? Wofür sollte das Geld sonst ausgegeben werden?
Naja, wenn sie ein Werwolf-Problem haben. Andererseits, die scheinen sich ja zumindest irgendwie mal anzuketten. Gut, dass sie da vielleicht auch rauskommen, ist die andere Sache. Och Junge, lauf mich doch nicht um. Das hatten wir gerade. Die Frage ist, sollen wir jetzt hier die Treppen hoch? Können wir überhaupt hier die Treppen hoch? Gucken. Kommst du mit, Kleiner? Dachgeschoss. Du siehst echt nichts. Das ist so nervig. Ist auch nichts am Leuchten, oder? Laufe ich jetzt gegen die Wand oder komme ich da nicht weiter? Was eigentlich das Gleiche wäre. Ach, das waren keine Fernseher, das war Grafikfehler, keine Ahnung. Die Hohepriesterin Elisa fiel dem Feuer zum Opfer, das vor 6 Jahren bei ihrem Wanderzirkus ausbrach. Ihr Geist sucht seitdem die Wälder von Hackett's Quarry heim, fest entschlossen, sich an der Hackett-Familie für ihr Schicksal zu rächen. Mit ihren Tarotkarten, die damals im Feuer verloren gingen, hat sie dich durch die Nacht geführt. Doch ihre Motive sind vielleicht nicht ganz so aufrichtig, wie es zuerst schien. Ja, das ist mein Problem. Normalerweise würde ich sagen, töten wir einfach den weißen Wolf und dann ist alles gut. Aber, ja, ich weiß halt nicht. Okay, ich denke mal, wir sollten wieder nach unten. Jetzt finde ich noch nicht mal mehr die Treppe, weil es so dunkel ist. Ach, wo ist sie denn? Mann, oder ist sie auf der anderen Seite? Zeig mal, wo die Treppe ist. Ach, da. Okay. Dankeschön. Ja, du sollst dich umdrehen? Zeig mir mal, wo wir jetzt entlang können hier. Nein, wo der Ausgang ist. Geh weiter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier großartig was... Achso, da sind wir. Sind wir da rumgekommen oder sind wir von der anderen Seite gekommen? Nee, das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen hier. Ich glaube, das können wir auch ansehen. Wie lange ist der Typ schon hier? Dieses große und überhebliche Ölgemälde von Septimus Hackett zieht den Kamin der Lodge. Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Auf Angriff vorbereiten. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecketeer. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Showtime, Motherfucker.
was? Das hält ihn bestimmt auf. Caitlin! Oh mein Gott! Ich muss ihr helfen! Ich muss ihr helfen! Silberkugeln. Wenn mein Timing stimmt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir werden da wahrscheinlich so runterkrachen. Wo ist er jetzt überhaupt? Gut, der kann immer gut klettern. Nur nicht so gut springen. Caitlin! Hier lang! Caitlin, keine Zeit mehr, komm! Ich würde sagen, ich muss rennen, damit ich den einen Typen beschützen kann. Das ist ein Jurassic Park. Ist ja auch gar nicht auffällig. Gefrierraum ist, da sind sie eingeschlossen, glaube ich. Oh Gott. Ich hab's geahnt. Aber der Gefrierraum ist doch eine Falle. Warum?
Ich dachte, die ist clever genug zu schleichen und dann zu rennen. Was genau ist vor 6 Jahren passiert? Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben. Und jetzt gibt's Werwölfe und einen Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh shit! Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Scheiße, scheiße, scheiße. Travis! Travis, kriegen Sie sich ein! Na los! Wieso greift er die Waffe nicht? Ich hab es, ich hab es, ich hab es! Los, runter! Wieso? Er kann nicht sehr weit sein. Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber... Ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Ja. Bringen wir es hinter uns. Los, Team.
Jetzt ergibt es Sinn. Du hast Wolfsblut? Hab's aus dem Wald. Travis hat mich erinnert. Nimm du es doch. Es wird nicht für beide reichen. Nein, ich kann. Das kann ich nicht. Ist deins. Du hast viel Schlimmeres durchgemacht. Wenn's einer verdient zu überleben, dann du. Oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, wer... Oh. Das ist deins. Ganz sicher? Ja, das passt schon. Ich schaff das. Ach. Mief das. Lieber stinken als tot. Ich meine, dir wird schon nichts passieren. Ich dachte, der wollte das jetzt trinken, wenn er, damit er dann geheilt wird oder so. Okay. Verdammt, hier schwingen echt uncoole Vibes. Im Podcast klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warras. Silas' Mutter. Oder so. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ja noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett, dieser guten Seele, den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus seinem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Und deshalb jagen sie ihn. Silas, meine ich. Jeden Vollmond seit 6 Scheißjahren. Sowas nennt sich Jäger. Aber offenbar kein Guter. Das sind die Überreste. Ach du Scheiße. Mann. Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Ryan?
Boom. Shit. Tut mir leid, das war... Na, wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich's bedauere. Ja. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht. Was für ein kranker Scheiß. Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh! Ich will mich nicht entscheiden müssen. Scheiße, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Laura! Tu es. Er kann nichts dafür. Er hat schon so viele getötet. Sagen Sie. Tu es! Nein! Warum? Hier mit der Knarre! Ich hätte dich gleich töten sollen. Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe. Nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir. Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Max wurde endlich vom Werwolffluch erlöst, als Ryan Chris Hackett mit einer Silberkugel erschoss. Er steht allein auf der Insel. Bobby Hackett, gestorben. Da er von den Stichwunden geschwächt war, die Ryan ihm zugefügt hatte, konnte Bobby sich nicht gegen Chris verteidigen. Jede Hia wurde von seinen Werwolfssohnen Chris zerfleischt, da Bobby ihn wegen der Stichverletzung durch Ryan nicht beschützen konnte. Chris wurde getötet, als sein Lieblingsbetreuer Ryan mit Silber auf ihn schoss. Constance stürzte sich im Dunkeln auf Lauras Waffe, während des Handgemenges schoss Laura Constance ins Gesicht. Jacob, der von den Hacketts gefangen gehalten wurde, flehte Ryan an, ihn zu befreien. Ryan versuchte zu helfen, musste seinen Freund, was auch immer, Chris Hacketts Tochter Kaylee, die seit der Freakfeuer vor 6 Jahren vom Werwolf. Darf man das auch mal lesen?
Nick überlebte die Nacht als Werwolf, da Ryan Laura daran hinderte, ihn im Keller der Hecke zu erschießen. Als Laura Silas tötete, Abigail erschoss Nick während seiner Verwandlung, wurde aber beim Minivan von Emma angegriffen. Abigail erschoss den infizierten Nick, bevor er sich in einen Werwolf verwandeln konnte. Dann suchte sie im Sturmkeller Schutz. Caitlin überlebte die Nacht lange genug für einen letzten Kampf in der Lodge. Sie wich Calebs Angriffen so lange aus, bis er sie in der Küche, was auch immer, Dylan überlebte lange genug für den letzten Kampf mit Caitlin in der Lodge. Nachdem er einen weiteren Vollmond überlebt hatte, wurde Caleb Hackett endgültig wieder menschlich, als Silas getötet wurde. Travis erinnerte sich an Lauras Gnade in der Gefängniszelle und sah davon ab, sie im Haus der Hackett zu töten. Stattdessen, was auch immer. Ryan nahm Lauras Biss an und seine Stichverletzung heilte, sodass er sie und Travis bei der Suche nach Silas begleiten konnte. Laura beschloss, Travis nicht zu erschießen. Er fürchtete, sie zum Ursprung führt. Silas tot. Dank Laurens Taten ist Silas das Wolfskind tot. Der Fluch von Hackett's Query ist gebrochen. Sommercamp-Tragödie. Bärenangriff mit mehreren Todesopfern. Was sagst du dazu, Anton? Mehrere? Das ist ja ganz toll. Klingt, als würde die Polizei die Leichen nicht mal alle zählen. Stattdessen heißt es da wohl nur 1, 2, 3. Ach, weißt du was? Lass uns einfach mehrere sagen. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Und sie dürfen diese Infos noch nicht rausgeben. Manchmal bekommt man nur sehr schwer Informationen aus der Polizei heraus. Vor allem, wenn man Expertin für Paranormales ist. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Hast du... Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid. Das ist echt gründlich zugeklebt.
Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein. Nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Du redest ja ständig davon, also klar. Ich wollte sie dir nochmal in Erinnerung rufen, weil ihre Rucksäcke meinen Quellen zufolge im Sommercamp gefunden wurden. Wow, was, im Ernst? Ja, angeblich. Angeblich? Ja, das ist wieder... Das ist die Grace, die wir alle kennen und lieben. Angeblich, offenbar, mutmaßlich. Gibt's auch was Handfestes? Die Rucksäcke könnten jedem gehören. Tja, ich bin ein Mensch mit freiem Willen und ich will glauben, dass diese zwei gefundenen Rucksäcke unseren zwei vermissten Wanderern gehören. Hast du nicht sogar selbst so einen Rucksack? Ich hab dich damit gesehen. Geisterjäger mögen nun mal eine gewisse Ästhetik und ich kann nicht umhin festzustellen, dass diese Rucksäcke totschick sind. Ich sag mal so, man erkennt schon von Weitem, dass du Geisterjägerin bist. Danke. War kein Kompliment. Oh. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet, jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay, ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar, kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Zurück bei Bizarr oder Banal. Anton, heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das krieg ich wohl hin. Ich finde, einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer.
Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lasse meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser Scheiß-Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber es ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich gebe mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Was hältst du davon? Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt sehen können, oder? Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh das doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich geb dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein! Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast. Ja, und das war The Quarry. An sich fand ich es ein ziemlich gut gemachtes Spiel, muss ich sagen. Es war anfangs doch, naja, ich will es nicht langweilig nennen, aber es hat sich gezogen und gezogen, bis dann die Spannung erstmal so richtig aufgebaut worden ist. Dementsprechend hatte man irgendwie den Anfang schon wieder vergessen, obwohl man später ja nochmal an etwas erinnert werden sollte vom Anfang. Und das war ein bisschen blöd gemacht.
Es ist ja von den Machern, die auch die Dark Pictures-Reihe rausgebracht haben. Allerdings muss ich dazu sagen, die Dark Pictures-Reihe fand ich wesentlich besser. Das lag jetzt unter anderem daran, dass da natürlich direkt von Anfang an mehr oder weniger die Spannung aufgebaut wurde und dann einen auch fast nicht mehr losgelassen hat. Also man hatte wirklich Grusel zwischendurch bisher immer in der Dark Pictures-Reihe. Man hatte Spannungen zwischendurch, viel Action natürlich auch. Das war jetzt hier nicht so drin. Ist halt komplett was anderes irgendwo und doch wieder gleich. Also es war auch ein Sprecher vorhanden, beziehungsweise eine Sprecherin in dem Fall. Das haben sie dann ja von der Dark Pictures-Reihe wahrscheinlich abgeschaut oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht. Ich meine, dass es den Teil wohl schon auf der PlayStation vorher gegeben hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was jetzt als erstes da gewesen ist. Die Dark Pictures-Reihe ist, soweit ich weiß, direkt entweder für beides gekommen oder nur für den PC. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja, ansonsten fand ich es wirklich gut. Was natürlich sehr, sehr genervt hat, was ihr jetzt gar nicht so mitbekommen habt. Ihr habt zwar auch das Ruckeln natürlich mitbekommen, aber es waren teilweise über 5 Minuten, trotz dass ich die neuesten Treiber runtergeladen habe und alles und keinen allzu alten Gaming-PC habe. Der war ja damals schon seinerzeit sozusagen etwas voraus, als ich ihn geholt habe. Damals hört sich so an, als ob ich ihn vor 10 Jahren geholt hatte. So alt ist er natürlich noch nicht. Die Mindestanforderungen sind auf jeden Fall erfüllt. Ja, deswegen nervt mich das dann jetzt doch. Vielleicht auch wegen diesem komischen Launcher, den man runterladen muss, weil der so dazwischen geschaltet ist, kann das vielleicht sein, dass es dann Probleme gab. Es ist ja ein Steam-Spiel, das ist ja auch über Steam gekauft, aber es läuft irgendwie über so einen komischen 2K-Browser, beziehungsweise Launcher, nicht Browser. Vielleicht hängt es damit zusammen. Das ist natürlich bei der Dark Pictures-Reihe nicht dieses Problem. Die kann man einfach in Steam ganz normal starten und ja, das läuft halt eben auch. Also zumindest die letzten drei Teile waren es, glaube ich, die wir bisher gespielt haben. Und ja, also ich fand Dark Pictures schon besser, die Reihe bisher, und freue mich auch wahnsinnig auf den nächsten Teil, der, glaube ich, dieses Jahr noch rauskommen wird, der so ein bisschen nach psychopathischen Massenmörder aussah vom Trailer. Viel haben sie ja noch nicht preisgegeben. Aber ich fand diesen Film auch, dieses Spiel auch sehr, sehr gut gemacht. Was so ein bisschen hätten verbessern können, dass es mehr in Richtung Horror gegangen wäre, weil so war es doch. Ich meine, ich finde es sehr gut, wenn es ein Horror-Game ist, ohne ständige Jumpscares. Das Problem hat man natürlich bei der Dark Pictures-Reihe teilweise sehr stark. Aber es wurde hier sehr gut Spannung aufgebaut, aber weniger Horror. Und dadurch natürlich, dass der Spielfluss immer wieder unterbrochen worden ist, weil teilweise über 5 Minuten schwarzen Bildschirm gewesen ist, dann ist man schon wieder raus aus der Geschichte und irgendwann geht es dann doch nochmal weiter. Und ihr habt das alles, wie gesagt, gar nicht so mitbekommen. Ich habe es für euch, so gut es ging, zusammengeschnitten, damit ihr das eben nicht habt. Aber das ist doch sehr, sehr nervig. Dann hat Audio wieder gehangen zwischendurch. Dann, ja, am Ende nicht mehr so sehr, aber anfangs gab es doch sehr viele Grafikfehler, dass dann die Haare am Flackern waren und weiß ich nicht was. Das sind natürlich Kleinigkeiten irgendwo, aber die hat es in der Dark Pictures-Reihe, soweit ich mich erinnern kann, nie gegeben. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es trotzdem sehr gut, toll spielbar. Und hoffe, dass es noch einen weiteren Teil gibt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese ganze Reihe gefunden habt, ob ihr The Quarry sehr gut gefunden habt oder ob das eher so ein bisschen lame gewesen ist oder wie ich jetzt gesagt hatte, am Anfang doch eher ruhiger und danach doch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao.